Es wird Zeit für ein weiteres episches Abenteuer hier beim ZFM 2024. Eines, dessen Verrücktheit einem jedem B-Movie vor Neid erblassen lässt. Klicks und Zockerstu treten in einem Secret of Evermore Race gegeneinander an und schlüpfen jeweils in die Rolle eines ganz normalen Jungen von nebenan, der sich plötzlich in der mysteriösen Welt vom namensgegebenen Spiel wiederfindet. Mit ihrem treuen, aber nicht ganz so normalen Hund an der Seite entdecken die beiden verschiedene Epochen, lösen clevere Rätsel und nehmen an wilden Kämpfen teil. Jedenfalls wünschen wir den beiden Runnern viel Glück und euch viel Spaß in Secret of Evermore Any Percent. Erinnert mich irgendwie an Sharknado. So, da sind wir. Herzlich willkommen. Erstmal appreciaten wir, dass ihr euch extra im Cosplay hier hingesetzt habt. Oh ja. Ich bin der Zockerstu. Ich bin der Klicks. Ich bin Barty Koch. Und wir zeigen euch, wie ihr eben schon gehört habt, Secret of Evermore Any Percent. Und das wird so ein ganz wilder Ritt. Das wird ein wilder Ritt. Wir haben ein kleines Agreement. Nach dem Incentive werden wir kurz pausieren und dann da das Race so richtig starten. Ja? Ja, wer Evermore kennt, weiß, der Anfang ist einfach nur ein Coinflip. Richtig. So wie die Hälfte des Spiels, aber ich würde sagen, wir fangen einfach an. Wollen wir. Timer müssen wir nicht starten, hat er gesagt. Achso, okay. Müssen wir nicht starten. Okay, sehr gut. Gut, dann bitte Timer. Bist du ready? Mhm. Dann 3, 2, 1, go. Good luck. Viel Glück euch beiden. Ne? Abfahrt. Ja, jetzt sind wir gleich im Speedrun schon bei dem schönsten Part von Secret of Evermore, die Flowers. Ne? Mhm. Die beiden versuchen, sich jetzt treffen zu lassen, um gleich einen kleinen Boss-Fight zu skippen. Lassen sich so weit runterschlagen bei diesen Blumen. Und aber es gibt bei Klicks hat schon geklappt. In dem Moment, wo sie halt besiegt werden, springen die mit dem Hund in den nächsten Screen und skippen diesen Raptor-Fight, den wir es eigentlich hier gesehen hätten. So ist es. So, wir machen jetzt keinen Dogleash, wie wir es sonst kennen, denn wir müssen den Hund benennen. Ich weiß nicht, welcher Held das ermittelt hat, das kann eigentlich nur ich gewesen sein. Aber deswegen sparen wir uns jetzt hier den kleinen Fire Escape. Deswegen, wir würden dann jetzt auch schon die Info nehmen, welcher Name gewonnen hat für den Namen. Sterni haben wir, ne? Haben wir beide Sterni? Der Name ist Sterni und es wird hier auch nur Sterni angezeigt. Also okay. Wahrscheinlich beide Sterni. Mhm. Ich habe auch noch eine Spende, könnte ich die zurzeit vorlesen? Kannst du jetzt gerade vorlesen, ja. Okay, nämlich der Stahlbolzen hat 5 Euro gespendet mit der Message: Für den starken Einsatz von Rakor gibt es jetzt auch noch ein virtuelles Küsschen. Spenden gehen an das Tanzmatten-Incentive. Das Tanzmatten-Incentive für Grand Pooh World. Ja, vielen Dank, Stahlbolzen, für deine Spende. Und damit würde ich und wieder los. Weitergehen. 1, 2, 3. Passt. Sterni. So hieß meine Großmutter. Ja, meine auch. Das ist ein Zufall. Ey, das gibt's ja nicht. Scheinbar ein sehr beliebter Name, ne? Sterni? Mhm. Jetzt bekommen wir sogar Flash heißt, ne? Mhm. Die wir eigentlich nicht bekommen würden. Da wir hier eine Cutscene nicht geskippt haben, die wir eigentlich skippen würden. Aber ist jetzt. Sei es drum. Ist kein Verlust. Habe ich da schneller gemasht als du? Ich weiß es nicht. Bringt euch bei der Route aber jetzt auch nicht irgendwelche Vorteile, dass ihr zufällig die Sachen eingesammelt habt und irgendwie so ein Safety-Flash machen könnt? Ne? Nein, nein. Ja, die Jungs werden versuchen, jetzt ganz viel Clay, also Lehm, einzusammeln, weil die den für den nächsten Spell brauchen. Für die schöne Schlammbombe, ne, oder Hardball hier in dem Run. Die setzt sich nämlich aus Kristall und Lehm zusammen. Genaue Zusammensetzung weiß ich gerade leider nicht. Wie ist ein das? Kristall, ein Lehm. Ein Kristall, ein Lehm. Jawohl. Genau. Die beiden haben jetzt gerade hier bei dem netten Herrn einfach ein Blatt gekauft, was sie wieder verkauft haben, weil er sagt, ey, kauft was bei mir und ich schenke euch den Jaguar-Ring, wodurch die beiden jetzt auch laufen können.
was das ganze Spiel sehr viel angenehmer macht. Könnte ich den Buddy vielleicht noch ein kleines wenig, klein bisschen leiser kriegen, bitte? Buddy ist eine sehr laute Person. Tut mir leid. Das gibt's auch wohl nicht. Ist nichts passiert. Alles gut. Ich war gerade so perplex, dass ich gerade eingesaugt wurde, fast. Dass ich ja fast gleich den Controller schmeiße. Das ist sogar schon ein schöner Head, ne? Ja, wir machen auf jeden Fall zwei Safety-Saves in Akt 1. Das ist einfach sonst... dieses Game ist im Anfang nie wirklich Marathon-safe. Ja. Weil beim nächsten Boss oder auch schon allein auf dem Weg zum Boss kann im schlimmsten Fall sehr, sehr viel schieflaufen. Wir spielen da schon eine Route, die wir eigentlich so nicht spielen würden im Run. Also im Endeffekt können wir zweimal mehr Hardball casten, als wir es eigentlich tun würden im Speedrun, um eben zu sicherzustellen, dass der erste Boss stirbt. Oder so sicher, wie es halt eben geht. So, Buddy, was haben wir hier gemacht? Haben die zugeguckt. Nein, die sind mit dem Hund jetzt über kleine Passagen rübergesprungen, die zerfallen würden, wenn die mit dem Boy rüberlaufen würden. Also es gibt einen Weg, wo man safe rüberlaufen kann und Stellen, die halt zerbröseln, aber wenn man im richtigen Moment mit dem Hund rüberspringt, kann man diese Zerbröselungsanimation skippen und dann einfach den Weg weitergehen. Ich soll euch übrigens viel Glück von dem Solar Cell wünschen. Oh, ich gerade in den Chat geschrieben. So, jetzt versuchen gerade die beiden das Intro zu skippen. Beim Stu hat's geklappt. Das war ein Ziel, war das Klicks auch. Normalerweise würde der Bossfight starten. Der Käfer würde erstmal wild mit seinen Händen rumwackeln und schreien. Man könnte nichts machen. Spart ein paar Sekunden. So, die beiden haben jetzt diesen Hardball, der gerade erwähnt wurde, gecastet. 16 Mal beide, ne? Ja. Normalerweise macht man 15. 16 ist, glaube ich, die Safe. 14 sogar nur. Ja. Ja. Und dadurch, dass man halt mehrere einsetzen kann, stackt der Damage und macht halt viel mehr Schaden, als würde man so einzeln nutzen. Ich bin da vorne, ne? Na sowas. Das ist ja aber wild. Das Gute daran ist, dass wir auch jetzt beim nächsten Boss um einige Saver sind. Wir haben noch ein extra Pedal, was wir normalerweise zum Heilen nicht aufsammeln würden. Und wir werden durch diesen Route Change jetzt zwei Hardballs mehr haben als Backup. Ja, ja. In welchem Pod ist der Hundekuchen? Ich glaube, wenn du links raus bist, oben rechts irgendwo. Ja, in einem der drei. Du bist ja jetzt vorne, ich kann jetzt gucken. Ich teste mal für uns. Mein Gott, ich kann nicht meschen hier. So, wo könnte der sein? In der Mitte. So, die bei dem einen Gegner haben die Jungs jetzt den Hardball nochmal eingesetzt, um ihn zu leveln. Weil, wie bei dem Spiel Secret of Mana, was wahrscheinlich auch die meisten Leute kennen, wenn man einen Spell öfter einsetzt, levelt er und wird somit stärker. Ach. Da habe ich natürlich nicht dran gedacht, ne? Weil normalerweise würden wir jetzt hier die zweite Cutscene skippen. Weil wir die erste geskippt haben, müssten wir quasi die zweite auch skippen. Und das war jetzt komplett Muscle Memory. Das du hast natürlich erkannt. Ja, ich bin halt ein Improvisierer. Ja, allerdings. Wie von Gott geschaffen. Vom Evermore-Gott? Möglich. Hm. Gucken wir mal, was der Evermore-Gott für uns bereithält heute. Kann nämlich noch sehr viel passieren, also wirklich viel. Wenn es so close bleibt wie jetzt gerade, das wäre der absolute Traum für eine Evermore-Race, aber ich glaube, das gab es gefühlt noch nie. Das ist halt... Nee. Es kann halt noch eine Menge passieren. So, gerade der nächste Boss, der kommt, kann einiges entscheiden, ne?
Allerdings. Und auch seit es die neue Route gibt mit Out of Bounds, gibt es auch schon wirklich viele Stellen später im Game, die wirklich auch was reißen können, finde ich. Aber ist doch schön, wie viel in so einem alten Spiel im Nachhinein noch gefunden wird, ne? Oh ja. So gerade so das letzte Jahr wurde einiges gefunden, was eine Menge verändert hat. Mhm. Noch die Omas im Weg. So, was machen wir hier, Matti? So, hier beim Zockerstuhl hat man gerade gesehen, eigentlich liegt der Stein vor dem Eingang, weil man hier zu dem Zeitpunkt noch gar nicht hin sollte. Man kann den Stein mit einer Fähigkeit normalerweise schweben lassen, um dann den Eingang freizumachen. Aber dadurch, dass die Jungs hier auf den Hund wechseln und der Boy noch davor steht, die spawnt dieser Stein und die können sich da irgendwie dran vorbeischleichen. So ist es. Wir müssen nicht vergessen zu speichern. Mhm. Denn auch das machen wir eigentlich nicht im Run, aber Safety halber genau. Werden wir es doch tun. Besser ist es. Ich werde jetzt auch ein Paddle benutzen, weil ich mich voller. Ja, das ist vielleicht besser. Hat jetzt extra Menüzeit gekostet, aber. Mhm. Wie kommt es, dass der Stu leveltechnisch vor dir voraus ist, Klick? Das ist mit dem Maden bei Thrax und sowas. Mosquito. Oder Mosquito und sowas. Okay. Ah, so. Ja. Okay. Wenn ich jetzt den nächsten Gegner kille, kriege ich auch einen Level. Guck dir den Sync an, was ist das denn? Mhm. Hm, so wollen wir es haben, weiter so. So, jetzt sehen wir auch schon den ersten. Die erste Doppelgängerin von der Frau Zora Zottelzopf. Es gibt nicht in Evermore böse Doppelgänger, die uns versuchen, das Leben schwer zu machen. Und jetzt die schickt jetzt ihr Schoßhündchen auf euch. Mir muss er jetzt sterben, sonst bin ich tot. Ja, GG Klicks. Das ist natürlich jetzt. Der ist tot, ne? Ja. Ja, wie man sieht, bei Klicks haben die Damage Rolls ausgereicht, um den Boss zu besiegen. Bei Stu leider nicht. Weil der Magma, der Boss, ein Spell gemacht hat namens Heatwave, Deutsch Hitzewelle, und die kann man leider nicht dodgen. Den anderen Angriffen kann man gut ausweichen, da schießt er Feuerbälle oder bewegt sich ein bisschen durch die Map, aber dem Spell kann man leider nicht ausweichen und hat ihn. Hast du ihn geheirolt? Hat der Junge draufgeschlagen? Was hat er getan? Ich hab's nicht gesehen. Es war tatsächlich vom Damage her mit den Waves richtig, aber er hat halt gelone-rolled. Ah, okay. Magma hat überlebt. Das wäre jetzt bei uns natürlich ein Reset. Auf jeden Fall, ja. Es gibt noch eine große Reset-Stelle, wo der Klicks noch viel Zeit einbüßen kann. Meinst du den Atlas? Oder? Ja. Ja. Denn? Der rollt komischerweise immer in den Boy rein, das ist normalerweise nicht der Fall. Ich
Eieiei. Ja, wir hatten schon mal so ein Race tatsächlich. Da lief es bei mir so, wie es bei dir jetzt lief. Das ist vermutlich durch, aber wir gucken mal. Wie man beim Klicks jetzt sieht, ist er in einer anderen Epoche gelandet. Er ist jetzt, sag ich mal, bei den Römern, sag ich jetzt mal. In der Antike. In der Antike, genau. Wie der eine oder andere schon mitbekommen hat, hat der Hund sich auch ein wenig verändert. Das wird noch zweimal passieren. Der passt sich so ein bisschen der Umgebung an. Und jetzt, wo der Klicks in diese Stadt reingekommen ist, hat er einen 15-minütigen Timer gestartet. Hast du das gemerkt, Buddy, zufällig? Nein. 13.30 circa, ne? Das weiß ich nicht. Das heißt, dann circa 27.30 können wir in der Story weiterspielen. Genau. So lange sind wir stuck quasi hier im Market. Richtig. Läuft ein interner Timer runter. So, ich werde mir ein paar Safety Wings mitnehmen, die wir später brauchen könnten für den Wald. Jawohl, GG. Ja, also. Geht doch. Machst du nix? Ja, steckst du leider nicht drin. Ne? Leider nein. Wie gesagt, das ist auch im Speedrun ein sehr großer Runkiller. Ja. Man ist immer wieder froh, wenn ein Evermore Speedrunner es in Akt 2 schafft, weil man dann weiß, könnte weitergehen. Ne? Ja. Kann noch viel passieren, aber. Immerhin hat man den Akt 2 dann schon mal erreicht. So ist es. Ja, der Klicks macht jetzt zum Beispiel etwas, was Leute, die halt früher Evermore Speedruns gesehen haben, sehr wahrscheinlich jetzt nicht kennen werden. Mhm. Er grindet bei diesen Heuballen. Normalerweise killst du viele, also vorher hast du viele Totenköpfe gekillt, weil die viel Erfahrung geben. Ne? Ja. Und jetzt geht es darum, die Money Route, also dein Geldbeutel aufzufrischen. Ne? Richtig. Ist gerade die Zeit für eine eventuelle Spende? Ja. Okay, dann habe ich einmal eine Spende hier und zwar von... Lass es bitte nicht Klotzkopf sein. ...den lieben Margot. Gott sei Dank. Und er hat 5 Euro gespendet und dazu noch geschrieben, Tanzmante bei GPW3. Das will ich sehen. Ja, und... Damit haben wir schon ein bisschen Geld für die Tanzmatte da. Wenn ihr sehen wollt, wie der Bowser-Fight da mit der Tanzmatte bewältigt wird, dann spendet doch auch rein und schreibt eine in der Nachricht dazu, dass ihr das Incentive unterstützen wollt. Dazu gibt es noch eine kleine Information. Ich habe aus der Technik gehört, dass es einen kleinen Fehler gibt, wenn man 2 Zeilen bei der Nachricht schreibt. Versucht eine Zeile zu schreiben, weil sonst kann es sein, dass ein Fehler auftritt, wo euch gesagt wird, dass eure Zahlungsmethode nicht angenommen wird. Ja, und das war's auch schon. Ich verabschiede mich mal wieder. Bei dem Zockerstu hat man gerade gesehen, dass kurzzeitig der Hund zu sehen war und steuerbar war. Normalerweise sollte man den jetzt gerade gar nicht haben, wie es ja jetzt auch der Fall ist. Man sieht unten nur, dass der Boy hier rumläuft. Wie genau kann man den da eigentlich herholen? Aus irgendeinem Grund, weil da ja auch diese Blimp-Cutscene spielt. Das muss irgendwie also normalerweise ist der Hund in der Ecke oben geparkt. In dem genau. Eben, also normalerweise würden die über diese Schlucht, wo die rübergegangen sind, runterfallen. Dann würde eine Cutscene triggern, wo man einen alten Bekannten, den wir hier jetzt auch noch nicht gesehen haben, getroffen hätten und der gefragt hätte, ey, wo ist denn überhaupt dein Hund? Und dann würde die Cutscene kommen, wo man sieht, oh, der Hund hat sich verändert und läuft hier auch rum.
Und irgendwie kann man den dann nutzen, kurz steuern und über diesen Abgrund rübergehen, um die Cutscene zu skippen. Genau. Die werden wir trotzdem nachher noch sehen. Aber da die ebenfalls innerhalb dieses festen Market-Timers abläuft, ist natürlich besser, wenn wir die quasi schauen, während der Timer schon läuft. Richtig. Und deswegen gucken wir die später. Genau. Mach übrigens jetzt eine kleine andere Route als der Klicks. Ja, im Prinzip ist das jetzt gerade die Cutscene, die wir gerade benannt haben bei Stu. Ja? Genau. Klicks macht eben diese neue Route, die im Market Timer ein bisschen Zeit spart, weil man schon kaufen kann, bevor man ihn hier nochmal neu besuchen muss. Allerdings, es spart nicht so viel Zeit und das ist halt noch relativ neu und ich habe mich da bisher nicht so gut zurechtgefunden mit, sagen wir es mal so. Wie viel Zeit verliert das gegenüber der alten Route? Das ist, ich weiß es nicht ganz. Sehr subjektiv, genau. Glaube ich. Natürlich. Ja. 7 Sekunden vielleicht. Das ist nicht die Welt. Also es ist für einen Marathon, es ist eigentlich, wenn es jetzt nicht um PBs geht, ist es eine persönliche Präferenz eigentlich noch. Ja. Gott, ich muss ja, ich crush nicht ausgewählt. Hey, komm zurück. Genau. Also hallo. Der Zockerstu hat von dem David, den man normalerweise in Akt 1 vor einem Sumpfmonster retten muss, einen neuen Spell bekommen. Crush, die Höllenfaust auf Deutsch auch genannt. Ist, glaube ich, der stärkste, mit einer der stärksten Spells. Ja, auf jeden Fall auch mit der preiswertesten. Ja, also kann man relativ gut zusammensetzen. Der Zockerstu willst du jetzt auf Atlas gehen, richtig? Ja, erstmal noch ein Level grind. Genau, noch ein Level grind. Okay. Gucken wir mal. Good luck, du. Ja, das werde ich. Kann ja nur auch besser werden, ne? Eigentlich ja, gucken wir mal. So, er versucht sich jetzt von den Spinnen vergiften zu lassen. So wie jetzt, ne? Jetzt versucht er sich. Der war viel zu hoch, der Damage Roll. Ich muss. Ja. Dann versucht er sich von diesem Mönch, heißt ihn glaube ich auf Deutsch, verwirren zu lassen. Ne? Oder verseuchen. Oder verseuchen. Also einen zweiten Effekt, negativen Effekt zu fangen. Poison wieder. Hast du gespeichert vorher? Ja, natürlich. Sehr gut, sehr gut. So, schon wieder so ein hoher Damage. Ja, das wird, glaube ich, nicht. Das wird gefährlich. So, es hat den zweiten Effekt. Also mit so 50% bin ich jetzt wieder. Oh, Junge. Oh. Das war. Mann, du. Checkst du deine Stats? Nee, das ist perfekt. Na gut. Soll ich meine Stats checken lieber? Ja, wie du willst. Ich muss aufholen, Klicks. Dadurch, dass du in der Cutscene bist, könntest du ja mal genau erklären, was da jetzt passiert ist. Kann ich nicht. Ich muss jetzt leider auch gleich weitermachen. Ach so. Aber du weißt das aber. Ich habe dir das doch schon 1000 Mal erklärt. Ja, und kann man währenddessen kurz eine weitere Spende vorlesen? Ja, das können wir selbstverständlich auch. Ja. Es gab nämlich eine kleine 3-Euro-Spende von den lieben Klotzkopf und er schrieb: Nein. Ich glaube nicht, mein kleiner Junge. Ich weiß nicht, welchen ich von euch beiden Geld. Jungs er meint. Der rechte hier. Vielleicht meint er auch beide gleichzeitig, aber vielen herzlichen Dank, Klotzkopf, für deine Spende. Danke, Klotzi. Ich habe tatsächlich zu wenig Geld gehabt, weil ich jetzt extra Wings gekauft habe, das muss ich trotzdem gleich nochmal zu Blimp rein. Aber ja, was soll's. Also hat's im Prinzip ihm keinen Vorteil gebracht. In dem Fall jetzt nicht wirklich viel was gebracht, nee. Und jetzt ist eigentlich der Punkt gekommen, man sieht es vielleicht, wir sind lächerlich overpowered. Unsere Hitbox wurde auch gelöscht durch diesen Glitch. Das heißt, im Prinzip können wir, das Einzige, was passieren kann, ist halt jetzt immer nur noch Time Loss durch irgendwelche gefailten Tricks oder so. Aber es kann nichts absolut Kritisches mehr passieren wie in Akt 1, dass jemand Minuten verliert. No. Also Stu, du besiegst eigentlich die Gegner jetzt noch, um Geld zu bekommen und ein bisschen hochzuleveln, damit deine Hitrate sich erhöht, richtig? Super. Ja, ja. Wir haben einen Run. So wollten wir das doch sehen, ne? Glückwunsch, Klicks. Danke.
Sonst muss ich leider noch mal hier rein. Wie gesagt, weil ich noch mal was kaufen muss. So. Weißt du, was jetzt ärgerlich ist, Klicks? Hm? Wenn das mit Magma nicht passiert wäre, wäre das sonst das tighteste super, Race, ja, was es je gegeben hat. Okay. Mhm. Schade. Klicks, du meintest irgendwas bei 27? Ja, 27, 30 circa. Ich bin 17, 17, 20, glaube ich, rein. Okay, gut. 17, 20 rein. Also. Ich habe alle Zeit der Welt im Prinzip. Der Atlas hat jetzt nicht so lange gedauert. Das ist halt auch der Vorteil an dieser Route. Du hast halt sehr viel mehr Zeit für den Atlas, um danach dann irgendwas Sachen zu machen. Ne? Ich habe es halt alles vorher gemacht. Hm. Aber an sich ändert sich da nicht viel. Ja, wie ist das passiert? Der Buddy hat es gerade angesprochen. Es ist so, dass irgendwie aus dieser Kombination von dem Atlas-Spell und dem Gift der Spinne das Game irgendwie verwirrt ist und uns lustigerweise pro Frame, in dem das Gift tickt, eine Punktstärke abzieht. Das heißt, wir verlieren maximal, da das Gift alle 8 Sekunden tickt, verlieren wir 480 Stärke maximal im Moment des Todes. So, das heißt, wir versuchen natürlich möglichst knapp vor dem nächsten Poison-Tick zu sterben, damit uns möglichst viel Stärke abgezogen wird. Und dadurch, dass wir halt im Game nur irgendwie, wie viel haben wir denn? 30, 40 Stärke haben an der Stelle oder so, underflowen wir quasi unsere Stärke und kommen am oberen Ende dieser Hexadezimal, wie auch immer man das nennt, Zahl raus und haben im Endeffekt statt 40, 50 Stärke haben wir 65.000 Stärke. Und das carried natürlich den Run ganz enorm, ne? Das hört sich sehr stark an. Ist nochmal Zeit für eine kleine Spende? Ich denke, ja. Der liebe Leonett hat nämlich geschrieben, technische Schwierigkeiten haben den Klicks und den Stu davor bewahrt, den Hund Solar zu nennen. Trotzdem, good luck an die beiden. Danke, Geld geht an die Tanzmatte. Und hat 30 Euro gespendet. Vielen lieben Dank, Leonette, für deine Spende. Und ja. Ja, danke, Leon. Und die Tanzmatte kann man wirklich nur empfehlen. Ja. Ne? Also wirklich wärmstens ans Herz legen. Wenn der Laser hier tanzt, dann geht's hier ab. Also gerne dafür reinspenden. Das wird der Hammer. Definitiv. Auf die Idee muss man ja mal kommen, ne, das überhaupt durchzuspielen, diesen Hack. Krass, oder? Und dann mit Tanzmatte? Und das im Race auch noch? Sehr wild. Oh ja. Ich will eigentlich gar nicht zu viel grinden, weil ich wirklich jetzt die Angst habe, angenommen, es ist wirklich ein sehr knapper Atlas gewesen, kann es natürlich passieren, dass man wieder über diesen 65.535 rübergeht und dann wieder bei 0 Stärke anfängt und dann kannst du den Run nicht mehr beenden. Deswegen werde ich jetzt einfach sicherheitshalber, weil das bisschen Hitrate, was man bekommt, das lohnt sich eigentlich kaum. Kannst du mal ein bisschen den Market so zeigen? Den Market? Ich weiß nicht genau, wie lange ich Zeit habe, aber ja. Kauf doch mal einen Sunstone, das ist meine Sidequest für dich. Jetzt. Nee. Kauf doch mal die Jatis zu. Du hast die doch so sehr. Soll ich die Jatis kaufen? Das wäre doch jetzt was für dich. Meinst du, die holt mir die 4 verlorenen Minuten wieder raus? So wie mal da. Wirklich. Man sieht ja, wie gesagt, man hat noch den Ton von diesem Markt, so diese Marktgeräusche. Und sobald die quasi verstummen, dann sammeln sich die ganzen NPCs hier rechts auf dem Marktplatz. Und erst dann können wir die Story vorantreiben. Deswegen muss ich jetzt hier warten. Ich habe alles gemacht, was ich brauche. Und daher bleibt mir nichts anderes übrig, als hier einfach rumzustehen und zu warten. Tja, ich weiß nicht mal, wie man die Jatis kauft. Ich mache das nicht. Du brauchst Reis, Spice und Beats. Beats brauchst du, glaube ich, gar nicht. Was, nicht nur Reis und Gewürze? Ja. Nee, Chickens. 3 Beats, 3 Chickens. Und für Chickens brauchst du Spice und Reis. So. Was wir auch erklären können, ist die Cutscene-RNG, die dieses Spiel hat. Mhm. Das ist interessant. Klicks wird jetzt gleich in einem anderen Punkt den Markt betreten, den nächsten Screen als ich. Da gibt es nämlich eine Möglichkeit, dass man einen schnelleren Path für die AI von dem Boy bekommt. Und 2 Sekunden spart ungefähr, oder man kriegt die schlechtere und verliert halt eben dem nach 2. Und wenn man hier reingeht, wo ich reingehe zum Beispiel, dann kriegt man so eine Mittel-RNG da draußen. Es ist ganz wild. Ja. Ist hier noch nicht so eine wichtige Rolle. Es gibt später viel schlimmere Parfing-RNGs.
Aber frag mich, wann mein Timer vorbei ist. Ich dachte eigentlich, er hätte schon... Ja, also mit 27 ist irgendwie nicht so, ne? Meiner dauert, glaube ich, noch irgendwie 300 Minuten oder so. Vier fast. Das heißt, deiner müsste jetzt jeden Moment vorbei sein. Eigentlich ja. Außer du hast jetzt einen Glitch gefunden, um den Market-Timer zu verlängern. Ah, da ist er. Und? Oh. Unlucky. Wenn er runtergeht, ist es ein bisschen langsamer. Er könnte auch direkt rechts rübergehen auf die Brücke. Spart irgendwie anderthalb, zwei Sekunden. Genau, jetzt ist eigentlich der Moment, wo man das erste Mal seinen Hund dann wieder sieht im Spiel. Och, hast dich verändert. Und ja, die haben ja so ein sehr verrücktes Ritual da, dass halt derjenige, der von dem heiligen Hund ausgewählt wird, erstmal schön ins Kolosseum darf, um zu kämpfen. So ist es. Warum auch immer. Wird das eigentlich erklärt, genau, warum die so ein Ritual haben? Ich glaube nicht. War Casual früher immer richtiger Schmerz, wenn man falsch gespeichert hat oder jetzt nicht gut eingekauft hat für den kommenden Kampf, wenn man nicht wusste, dass da ein Timer ist, der 15 Minuten geht? Ja. Weil ich würde sagen, gerade für Casual-Spieler, die jetzt nicht viele Zauber haben, ist das schon ein tougher Fight, oder? Ja, der ist tatsächlich... Generell sind die Bosse im frühen Spiel von Evermore Casual sehr schwierig. Besonders in Akt 1. Und auch der hier ist ein bisschen gemein. Also, ja. Die können dir schon ziemlich den Tag versauen. Je nachdem, wo du gerade bist, wie du gelevelt hast und was du bezeugt mitbringst. Meiner lief schon super bisher. Ja, toll. Hier ein kleines Gimmick in den Reihen der Zuschauer. Da oben sehen wir, ich glaube, alle Charaktere aus FF6. Oder sind das alle? Ja, alle. Also, das sind alle Charaktere aus FF6. So rum. Ja. Ich glaube ja. So, und da kommt schon unser Gegner. Vigor, der Zerstörer. Der Unbesiegbare. Der Unbesiegbare, so. Dann zeig mal, wie unbesiegbar der ungefähr ist. Das wollen wir mal auf die Probe stellen. Und mit unserem neuen Atlas Glitch. Some loser with a claw. Ne? Oh, ach, das doch nicht so unbesiegbar. Einfach. Ja, Mensch. Lustigerweise, wenn man hier den Boss im falschen Moment trifft, dann kann es sein, dass man das Game hart lockt. Dann ist der Run ebenfalls vorbei. Und auch das Race. Also bittest du, mach keinen Quatsch. Ich gebe mir Mühe. Und davon gibt es verschiedene Stellen auch, wo man das Game hart oder soft locken kann. Auch da muss man mal aufpassen. Besonders bei Alchemie ist das ein Problem. Wenn Gegner ebenfalls Alchemie benutzen, muss man aufpassen. Denn wenn das Game mehr als 8 bzw. 16 Alchemie on screen detected, dann hängt sich das komplett weg. Dann hardlockt das Game und dann ist es vorbei. Jetzt bei einem Boss nochmal wichtig werden. Genau, ne? Direkt beim nächsten jetzt. Genau, ist direkt der nächste durch den neuen Skip, der vor circa einem Jahr gefunden wurde. Sieht man in Akt 2 eigentlich nicht wirklich viel. So die erste Hälfte. Im Prinzip haben wir das meiste jetzt schon gesehen. Ja. Weil der natürlich auch Spells droppen kann, müssen die Jungs ein bisschen aufpassen. Und weil man den nur mit seinen Spells angreifen kann, man kann nicht einfach den Atlas Glitch, die Kraft, die man jetzt hat, kann man halt bei dem nicht nutzen, weil so man den Gegner so mit seinem Schwert, was man aktuell hat, nicht treffen kann. Genau, deswegen ist das der einzige Boss, wo wir im Endeffekt Magie benutzen müssen. Zwingend. Ja, richtig. So, der Zockerstor hat seinen Hund wiedergefunden. Und jetzt kommen wir hier zur größten Erfindung, dem größten Fund, seit es Evermore gibt quasi. 20 Minuten safe der fast, ne? Ja. Ungefähr genau 20 Minuten. Ich mach's mal ganz, ganz safe. Ui, ja, hast dann nicht genug Zeit, ne? Eben. Oh, hat nicht geklappt. Na, ich bin mir nicht sicher, doch. Was, echt? Ja, man hat da ein bisschen lieber, ja, trotzdem. Okay. Und man sieht, der Hund ist ab sofort out of bounds. Vollkommen richtig. Und das wird er auch so lange bleiben, bis wir das Spiel beenden. Ja.
Dadurch und das werden geben wir jetzt zwei komplette Dungeon jetzt. Ja. Ja, und gehen natürlich viel schneller von Screen zu Screen. So ist es. Wir können sehr, sehr viele Sachen skippen, die wir früher hätten spielen müssen. Der alte wäre 1,15, glaube ich. Und der neue ist jetzt tatsächlich schon mittlerweile eine 55. 55. Ja, irgendwie eine hohe 55. Also richtig. Sehr, sehr viel Zeit, ja, die das hier spart. Ja. Eigentlich würde man noch in eine Pyramide gehen und in einen Tempel, um auch Bosse zu besiegen, um Diamantenaugen zu bekommen, die man für den späteren Spielverlauf noch braucht. Ja, jetzt sind wir auch schon bei Aquagoss, den eben genannten Boss, den wir nur mit Spells angreifen können. Genau. Das Lustige ist, mit einer 100% Speer zum Beispiel kann man ihn treffen, aber wir haben A, kein Speer aktuell und B, durch den Atlas-Glitch hätten wir bei 100% Stamina so viel Damage, dass wir wieder bei 0 rauskommen und gar keinen Schaden anrichten können. Richtig. Aber normalerweise, also man sieht ja unten bei dem Charakter, dass da so eine Zahl, immer so eine Prozentzahl hochgeht. Normalerweise lässt man die bis 100% volllaufen und kann dann angreifen, macht einen starken Angriff. Richtig. Und wenn man seine Waffe durch Besiegen von vielen Gegnern levelt, kann man den dann auch aufladen, um einen noch stärkeren Angriff zu machen. Mhm. Das sieht man durch den Glitch überhaupt nicht. So ist es. Du hast ja den Unbesiegbaren auch besiegt. Verrückt, das ist ja fantastisch. Schlechte Quote für ihn, oder? Ja, eben. Ja, bei Klick sieht man jetzt auch, dass wir im dritten Akt sind. Unten rechts der Pudel, der spoilert schon ein bisschen, was uns erwartet. Ja, der Hund ist noch im Brunnen unten und wird von dem netten Herrn jetzt rausgefischt. Und siehe da, ein Pudel. Ein Pudel. Und wie schön er doch geschoren ist. Schöne Farbe er hat. Wäre gerade wieder die Zeit für eine Spende? Bei mir ja, ich glaube, bist du auch, ne? Ja, definitiv. Passt. Ja, wir haben nämlich noch eine Spende bekommen von den lieben Ebbinghausen. Und zwar schrieb er, wir wollen Lazier tanzen sehen. Tanzmatten Grand Poo World 3 Incentive. Und hat 5 Euro dafür gespendet. Ja, wenn ihr auch Lazier tanzen sehen wollt, dann spendet gerne auch und schreibt in eure Spende rein, dass es für Grand Poo World 3 ist. Oder schreibt einfach nur irgendwas mit Lazier und Dancen rein. Dann kann ich das schon zuordnen. So, hier würde man sich jetzt vielleicht denken, wenn man das Game ein bisschen kennt, ja, der Hund ist out of bounds, der kann überall reingehen eigentlich, auch was verschlossen ist. Warum geht er denn nicht direkt hoch ins Schloss? Aber aus irgendeinem Grund, komischerweise, existiert dieser Trigger so nicht, bevor man diese Cutscene hier angeschaut hat. Das heißt, die müssen wir auch nach wie vor noch angucken und uns diesen tollen Zirkus anschauen. Sonst kommen wir nicht weiter. Ja, bei Stuart's auch geklappt. Genau, der Klicks ist bei der Freakshow gerade. Wo sehr lustige Wesen und Darsteller sind. Und eins ist entkommen. Mungula. Das grausamste. Blacktosius. Genau. Meinst du, du schaffst Bankets gibt gleich? Ja. Ich hoffe, Bembo ist im Chat, der freut sich wieder. Die Luft aus den Segeln nehmen. Also ich habe den Namen schon oft im Chat gelesen. Also ja? Der lässt sich doch einfach... Oh, unser Hund hat plötzlich eine Schweinemaske auf. Ach, das gibt... Na nur. Und wir nehmen jetzt quasi indirekt, unbewusst oder ungewollt teil am Schweinerennen, am königlichen Schweinerennen, und unser Hund mit der Schweinemaske auf nimmt teil, und da wir dann gewinnen werden, dürfen wir quasi am Bankett der Königin teilnehmen. Was wir natürlich auch skippen werden. Wie alles andere auch. Richtig. Also Skips werden in Evermore ganz groß geschrieben. Genau.
hätte man das als Kind schon gewusst, weil das, was man skippt, war für mich früher einer der nervigsten Punkte, weil man steuert nur den Hund, man ist in einer, ja, in einem kleinen Labyrinth, in Kanalisation kann man nicht sagen, im Heizungsgewölbe, und es sieht alles gleich aus, man weiß nicht, wo man hin muss. Macht keinen Spaß. Deswegen nee, schön, wirklich dass man skippen nicht. Kann. Ja. Besonders, weil man auch den Ausgang nicht direkt sieht, weil der so ein bisschen versteckt hinter so einem Bücherregal ist. Mhm. Ist schön, dass man skippen kann. Und wie skippen wir das? Ganz einfach. Ultraschwer. Wir gehen einfach wieder raus. Tja, ach, das gibt's doch nicht. Haben die Entwickler einfach genug Zeit gelassen, bevor die Cutscene und das AI-Parfing losgeht, dass man einfach so rauslaufen kann? Oder? Und lustigerweise, sobald man einmal quasi drin war und rausgelaufen ist, ist die Story is progressed, die Flag ist gesetzt, das Ding ist vorbei. Richtig. Und dann können wir einfach durchlaufen. Und besonders ab hier werden wir jetzt ganz viel auch den Out of Bounds benutzen, um quasi die Screens sehr, sehr viel schneller zu spielen, als wir es eigentlich vorher konnten. Ja, allein hier schon. Normalerweise müsste man so ein bisschen durch dieses kleine Labyrinth da durchlaufen. Viele Flattergeier, diese Skulls besiegen oder dodgen. Und jetzt so kann man direkt zum Boss. Ich gebe schon 3 Schläge und das war's. Der Cyber. Jetzt kommt einer der nächsten Major Points quasi durch den Out of Bounds, nämlich der Dark Forest. Da werde ich mich jetzt mal ein bisschen konzentrieren, dass das nicht vergeige. Sag mal ganz viele Richtungen, Buddy. Ganz viele Richtungen. Mach das bitte nicht. Nein, also das mache ich nicht. Denn es ist so, dass wir den ganzen Screen quasi sehr viel Offscreen spielen werden. Wir sehen nicht, wo wir sind. Und müssen besondere Trigger treffen, um eben durch den Wald zu navigieren. Und das ist ein bisschen kompliziert. Richtig. Das fordert wirklich meistens ziemlich viel Gehirnschmalz. Ja, deswegen wollen wir ein bisschen aufpassen jetzt. Du machst das schon, Klicks. Das meine ich. Hoppala. Da bin ich tatsächlich den falschen Trigger gelaufen und dafür habe ich Wings mitgenommen. Deswegen machen wir das einfach nochmal. Mach das doch nochmal. Das mal jetzt nochmal. Hätte ich jetzt auch gesagt. So. Da bin ich ein bisschen zu knapp gelaufen, deswegen bin ich in den falschen Trigger gelaufen, wo ich eigentlich nicht rein wollte. Dann machen wir das nochmal. Ich bin schon wieder falsch. Nanu? Nanu? Nee, ich mach das nicht absichtlich. Ich mach's nochmal. Das ist aber ungewöhnlich. Ah boy, Solarcell im Chat. Mhm. Er wird nervös, weil Solarcell im Chat ist. Ja. Hab ich auch, ja. Das heißt, wenn auch die Angebetete auch noch dabei ist. Und das. Ich lasse ihn jetzt das mal machen. Hättet ihr wieder Zeit für eine Spende? In einer Sekunde, bitte. Lass mich bitte noch kurz hier durchlaufen, ja? Gern. Ich bin schon wieder falsch. Das gibt's doch wohl nicht. Das mache ich nicht absichtlich, wirklich. Weißt du jetzt, wo du bist überhaupt? Nicht so richtig. Ich habe ja noch eine Chance. Ich mach's noch einmal. Weil ich brauche noch einmal Wings. Ist, dass der Klicks jetzt keine Wings mehr hat, um den Wald rückwärts zu gehen. Da müsste ich ihn gegebenenfalls wirklich zu Fuß laufen. Das ist ein Glück, dass wir Evermore Runner der ersten Stunde sind und das kennen noch. Ja. Das ist also wirklich sehr ungewöhnlich jetzt, dass ich das hier ein paar Mal verkacke. Jetzt lässt der Drache meinen Hund nicht in Ruhe. Und? Achso, okay, gut. Jetzt ist mein Hund gestorben, dafür haben wir den Cookie mitgenommen.
Wenn schon die Pumpe geht beim Klicks schon. Ich glaube, ich habe es geschafft. Tatsächlich. Hey. Jawohl. Oh wei, oh wei. Jetzt muss ich mich aber gleich fokussen, dass ich das aufholen kann. Ist mir so tatsächlich noch nicht passiert. Gib doch wenigstens zu, du wolltest das Race wieder ein bisschen spannender. Vielleicht, ja. Na? Wir können ja so tun, als ob. Eben, meine ich auch. Vielleicht warten wir mit der Spende noch ein bisschen, weil jetzt wird es wirklich in sehr kurzer Zeit sehr viel, was die Skips angeht und sowas. Vielleicht so in 5 Minuten, wenn das geht, ja. So, los du. Und jetzt kommt der nächste Run-Killer im normalen Run, nämlich Sterling. Haben wir einen Miss? Na komm. Der will aber hier gar nicht mitspielen gerade. So, jetzt haben wir ein kleines Problem. Weißt du? Tja, hast du, mein Hund ist tot. Das ist ein Problem, wie du weißt. Mhm. Denn jetzt wird der ganze restliche Wald sehr lange dauern. Jetzt die Frage, kann ich den irgendwie wiederbeleben, weißt du das? Nee, nein, kann ich nicht. Das ist sehr schlecht jetzt. Weil jetzt wirst du aufholen. Weil du weißt, ich kann jetzt keinen Mungolaskip machen. Ne? Auch nicht? Nee, der Hund ist tot. Du könntest wahrscheinlich noch mal im Dorf ein Biscuit holen, aber ich glaube, das ist im Endeffekt viel langsamer. Ich weiß aber nicht, wo das geht, tatsächlich. Das ist ja fantastisch. Ja, der Hund läuft, aber das hilft uns leider nicht mit dem Mongolei-Skip. Das heißt wahrscheinlich... Jawohl. Du bist wie weit behind? Nicht so viel. Weil ich verliere jetzt circa eine Minute dadurch nochmal zusätzlich. Das ist ja schon ziemlich mies tatsächlich. Ich habe extra einen Cookie mitgenommen, ne, als Safety. Und der Hund wurde mir 2-mal getötet. Tatsächlich sehr. Ich glaube, nach Sterling würde ich die Spende gerne hören. Ja. Never lucky. Das will man am liebsten gar nicht sehen, dass der Sterling einen packt und von der Plattform schmeißt. Ja, ich hatte es auch extrem safe gespielt. Deswegen ist das nicht passiert. Sagt einfach, wenn die Zeit für die Spende gekommen ist. Jawohl. Safe. Läufst du rückwärts oder? Ich mach Wings. Du machst Wings. Dann können wir, denke ich, die Spende vorlesen, oder? Ja. Dann gerne rein mit der Spende. Jetzt wäre die ein günstiger Moment. Okay, ja, also die Spende hat sich auch multipliziert. Wir haben einmal eine Spende von den XXX Crazy Soccer XXX. Er hat geschrieben, hallo Leute, freut mich wieder tolle Retro-Games heute beim ZFM zu sehen. Wer tolle Retro-Let's Plays sehen möchte, kann auch mal gerne spenden für Tanzmatte. Er hat 2 € gespendet. Und dann gab es noch eine Spende von den lieben Tescon. Oh Gott, bitte lies es nicht vor. Er hat 10 € gespendet. Und es ist eine super Message. Du wirst dich freuen, ja, Klicks. Ja, sicherlich. Bin ich mir sicher. Eine Spende für Klicks. Meine liebste Furrywurst. Oh Gott, ja. Das ist ein Insider. Also, Tesla, ich weiß nicht, wie er darauf kommt, aber ich glaube, das war ein Insider. Das war ein Insider, ja. Oh, und wir haben noch eine dritte reinbekommen. Bitte.
Nur zu. Die Leute hauen hier jetzt richtig hart rein. Und zwar Zorgo-Community. Wie bei Zorgo, auch ohne Namen. Und D2 mit Muku. Einmal 10 Euro gespendet. Vielen lieben Dank an alle drei Spender. Und falls ihr auch einen Incentive unterstützen wollt und zum Beispiel den Kuhkönig in Diablo 2 sehen wollt, wie er besiegt wird, oder sehen wollt, wie Razor seine Hüften schwingt, um den Bowser-Fight zu besiegen, dann könnt ihr gerne spenden und dabei in den Spendtext reinschreiben, dass das für eins der Incentives sein soll. Mein Hund ist immer noch tot. Auch nach Mongola übrigens. Ja, das ist jetzt die Sache. Das ist ein bisschen doof tatsächlich. Man hat es bei Klicks gesehen, dass er so eine Cutscene gucken musste, wo dieser König da rumläuft und das Schloss einstürzt. Man gegebenenfalls mit ganz viel Pech nochmal 16 Sekunden durch Cutscene-RNG verliert. Weißt du, was irgendwo Cookie gibt? Weil ich brauche meinen Hund schon mal wieder, ja, tatsächlich demnächst. Im Shop. Im Shop. Beim Dorf jetzt. Das wäre jetzt das Einzige. Ja. Ja, genau, der Mungula, das war dieses Monster, was aus dieser Freakshow ausgebrochen war. Ja, der Klicks konnte leider die Cutscene nicht skippen wegen dem Hund und es tut zum Glück schon und konnte dadurch einiges aufholen. Es ist jetzt wieder ein sehr knackiges Race. Ja, das wird dann wahrscheinlich gleich vorne sein, weil ich muss irgendwie meinen Hund wiederbeleben, sonst kann ich auch die nächsten Skips wieder nicht machen. Es könnte sein, dass der Glassfight den wiederbelebt. Oder? Ja, das, ja, vielleicht. Ich weiß es nicht genau. Das wäre schade. Nichts für das gut. Wäre gut, tatsächlich. Aber wir sind zumindest so nah aneinander, dass das Race jetzt wirklich bis zum Schluss am Paltron Rush ankommen könnte. Ja, das wäre schön. Kann man sehen, was ein toter Hund verliert. Weil ich konnte so viele Skips jetzt nicht Dein machen. Dein Herz in der Regel. Ja. Aber ich danke dir, Klicks. Sehr nett. Es war Absicht. Nächste Pizza geht. Ja, ja. Weißt du Bescheid. Weißt Bescheid. Ist jetzt alles on stream festgehalten. Mhm. Was sehr wild ist übrigens, dass diese ganzen Cutscenes, die wir hier sehen, alle wild durcheinander spielen. Weil hier läuft nichts mehr in der normalen Reihenfolge, wie man das Spiel normalerweise spielen würde, durch das Out-of-Bounds-Zeugs. Das stimmt, ja. Du bist echt ganz jetzt Sekunden hinten. Jetzt musst du aber beten, Klicks, dass der wiederbelebt wird. Ja. Aber ich glaube schon, oder? Ich meine, es kommt eine Fanfare, ne? Ich kann es nur hoffen. Bitte? Nein? Nee. Ach, das ist natürlich bitter. Das ist echt schlecht. Warte, was passiert hier in der Story? Du bist ja auch noch da. Ich habe dich ganz vergessen. Entschuldigung. Ach, hi. Das war gerade so intens. Das ist ja, es hat mich alles geflasht gerade. Ich fieber halt komplett mit Klicks mit. Bin so baff, dass der Hund nicht mehr ist. Ja, ich weiß gar nicht, wie heißt der Typ da ist eigentlich gerade. Ist das Gallenstein? Ja, doch, ich glaube. Gallenstein, ne? Ja, also der nette Herr lässt uns ist erstmal durch dieses Teleskop durchgucken und zeigt von der Frau von Fettamsel, von der Gunilla, den bösen Zwilling, den wir auch im Akt 1 bei der Zorazollzopf schon gesehen hatten und dass die böse Pläne schmieden. Und er versucht uns eigentlich wieder in unsere Welt zurückzubringen, sagt uns, ey, er kann uns eine Rakete bauen, aber es fehlen Teile. Mhm. Die werden wir suchen. Das ist einmal, glaube ich, ein Ventil, ein Wagenrad, dann die Diamantenaugen so als Motor oder irgendwas. Ja. Ne? Aber wir verarschen den gleich ordentlich. Ich glaube, ich werde einfach irgendwo irgendein Inn gehen oder sowas. Beim Vulkan der Inn. Da musst du kurz Währung tauschen. Ich weiß nur nicht, ob der Typ im Inn Währung tauscht. Vielleicht hast du ja noch genug Währung, wenn er da hängt. Ja, ja. Ein Knochen kostet auch nicht viel. Ne? Unten links meinst du der? Ja, wenn kann man da schlafen? Unten links. Und links ist Schlafen und unten rechts ist Laden. Ja, ja, ich glaube nicht, ja, dass der Laden Biscuits hat. Nee, hat er nicht. Habe ich schon mal getestet, kurz nicht.
weil es schon mal passiert ist. Dazu kann man dazu sagen, der Klicks, der müsste sich eigentlich auskennen, weil er ja ein Evermiser sehr, sehr aktiv ist. Kann man da überhaupt... Ich weiß es nicht. Es gibt nämlich tatsächlich sogar eine relativ große, würde ich behaupten, Community um den Evermore Random. Ja, tatsächlich. Der Stu wird dann jetzt auch in Führung gehen. Zwangsläufig. Denn wie gesagt, ich muss jetzt irgendwie meinen Hund wiederbeleben. Denn sonst ist hier alles verloren. Und ohne lebenden Hund geht es nicht. Kann halt sein, dass du ein, zwei Gegner killen musst oder so, ne? Wegen ja, das mache ich sowieso. Und jetzt geht das so in Führung. Ist da oben rechts nicht auch ein Shop? Ja, da gibt's keine Cookies. Ah, gibt's keine. Gibt's keine. Na ja, gut, ein Penzer, da ist. Vielleicht gibt's ja hier was drin. Nein. Kannst doch pennen bei denen. Ja. Das ist natürlich echt bitter. Das findet jetzt sicher eine halbe Minute, mindestens. Liebe Grüße von Heiner aus Japan, sagt er. Danke, Heiner. So, wir haben jetzt ein Gage, ich hab's gelernt. Wir haben jetzt ein Gage geholt. Das ist eins dieser drei Teile, die wir brauchen. Allerdings können wir das Gage tatsächlich, wenn wir es einmal abgeben, noch ein zweites Mal kaufen. Kaufen wir es. Ein zweites Mal holen, ja. Und dadurch brauchen wir von diesen drei Items nur zwei. Das heißt, wir müssen jetzt noch einmal zu Thrax 2.0, wenn man so will. Genau, den Vulgor. Gorbul auf Deutsch. Richtig. Ich nenne es immer Kleopatra, Kalioptera. Ne? Mhm. Warum auch immer so kompliziert dann auf einmal. Ist im Prinzip derselbe Käfer, nur hat eine andere Farbe und kann auch so ein bisschen Laser aus den Augen schießen sogar. Ja, genau. Oder Elektro. Blitze machen. Ja, das möchte ich viel Zeit verloren. Das war aber ein riesiger Snowball einfach, ne? Ja, allerdings. Das ist crazy, wie das. Durch Out of Bounds, die Höhlen sind hier teilweise vernetzt auf einer Karte, deswegen können wir hier von einem Eingang zum anderen und teleportieren uns sozusagen hier so ein bisschen durch den Akt. Wie war denn das jetzt nochmal? Wie war denn die Visual Cue? Ich sehe es halt gar nicht, es ist so dunkel. Na, das war's nicht. Ein Glück. Mach ruhig weiter so. Weißt du, was ich jetzt mache? Mach noch ein paar Mal. Jetzt einfach. Intro! Was? Das sind trotzdem 20 Sekunden, wird trotzdem jetzt. Sieht man auch das Intro, was die beiden beim allerersten Fight heute geskippt haben? Er schreit ein bisschen rum, fummelt ein bisschen mit seinen Händen und das war's. Ja, das Problem ist, es war einfach mal natürlich eine Visual Cue, es war sehr, sehr dunkel. Ich konnte es gar nicht erkennen. Das wird dem Klicks jetzt nochmal so 20 Sekunden oder sowas saven oder 15 oder sowas im Dreh, weiß ich jetzt nicht. Na, mal gucken, ja. Wenn das überhaupt klappt. Ist gerade wieder Zeit für eine Spende? Hat nicht geklappt. Oh. ja, jetzt. Ja, ne? Ich denke. Wir haben nämlich eine Spende reinbekommen von den lieben RTRHO1188. Und er schreibt, na hör mal, ganz liebe Grüße an die Runner und allen anderen. Schicke Outfits. Er hat 10,69 € gespendet. Vielen lieben Dank an die für die Spende. Und ich hoffe, du hast noch sehr viel Spaß beim Zuschauen. Ja, das mit den Outfits ging wohl eher an die beiden attraktiven Herren hier neben mir. Das Interessante ist, es gibt in Akt 1 und Akt 2 zwei Flugpunkte, wo man landen kann. Aus irgendwelchen Gründen ist das Flugzeug, was wir eigentlich beim Vulkan geparkt haben, trotzdem an diesem Dorflandeplatz zu betreten. Wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn es nicht so wäre, aber es kommt halt sehr handy.
Schön. Was haben wir da gerade gemacht? Warum ist das Flugzeug weg? Was ist da gerade passiert? Warum ist das Flugzeug weg? Du kannst gleich nochmal beim Klicks gucken, aber dann möchte ich eine Erklärung von dir haben, mein Lieber. Als unser professionelles Commentary, muss man das wissen? Ja, richtig professionell. Hier, wir machen den sogenannten Landing-Skip. Da ist aus irgendeinem Grund etwas zum Landen im Ozean oben rechts. Ich weiß nicht, ob da mal eine Insel noch hinkommen sollte im Spiel eigentlich oder so. Könnte es sein, dass das der Trigger ist, wo man eigentlich mit einem Flugzeug nach oben fliegt? Wer weiß. Wer weiß. Who knows? Weiß keiner. Ist einfach mal after all. Auf jeden Fall sieht man beim Zockerstuhl, dass er mit der Rakete nach oben zu der Raumstation geschossen wurde. Quasi, also es ist der vierte Akt jetzt. Und der Hund hat sich natürlich wieder verändert. Der beste Freund ist jetzt ein Toaster. Ist auch die stärkste Form, ne? Mhm. Ja, ist aber immer noch relativ eng bei euch beiden. Ne? Also naja. Du bist vorne, aber... Schauen wir mal, was noch passiert. Ne? Es gibt einen Skip noch, der schwieriger ist, sag ich mal. Also eigentlich zwei Skips. Der erste ist geschenkt zum Glück durch das Buffern in dem Spiel. Das ist der Saturn-Skip, nennt sich der, den du gerade gemacht hast. Ja. Ja, jetzt sind wir auch schon beim Final Boss. Im Vorraum erst noch. Na komm. Lass dir ruhig Zeit, du. Tue ich gerade. Mach nochmal von vorne. Sag mal. Nochmal. So, jetzt. Mach nochmal. Das war sehr langsam. Das wird man gleich bei Klick sehen, wie es eigentlich aussehen wird, vermutlich. Abwarten. Hoffentlich. Das ist die einzige Downside vom Out of Bounds im ganzen Run, dass man hier so einen schweren... Ja. Okay, das war clean. Aber jetzt doch nochmal spannend, oder? Das ist wieder ärgerlich, ne? So, jetzt haben wir im Prinzip nur noch einen Boss-Rush, wenn man so will, oder Gegner-Rush. Ja. Und das ist auch eine der absolut schlimmsten RNG-Stellen, gerade im späteren Verlauf des Spiels, weil man hier... Man kann schon mit Skill was rausholen in der Execution, aber das meiste ist dann wirklich eher darauf hoffen, dass man nicht daneben schlägt. Falls man sich wundert, warum diese roten Roboter einen nicht angreifen, das sind aber nur noch Reinigungsroboter, die halt quasi den Schmutz wegmachen. Man könnte die auch angreifen, was man aber bestenfalls nicht machen sollte, weil dann ein Gegner kommt, eine Spinne, die halt ganz schön lästig sein kann und das wollen wir natürlich vermeiden. Und die verzögert auch quasi die Zeit bis zur nächsten Wave. Richtig. Das heißt, das ist einfach ein Time-Loss im Endeffekt. Oh, das hier sind die blauen Rimsas jetzt gleich. Das ist so ein eigentlichen Boss im Spiel, in der Pyramide, die wir geskippt haben. Nur halt in Rot dann da. Der Hauptgegner in Akt 4. Akt 4 hat sowieso nicht viel zu bieten, deswegen auch nicht schlimm, dass wir den skippen. Der wurde jetzt besiegt, weil es einfach schneller ist. Die Spinne kommt jetzt, glaube ich, trotzdem noch, ne? Nee, Quatsch. Die kommt gleich in der eine Cleaning Wave. Ah, kommt okay. Noch. Aber für eine lohnt es sich quasi, den. Genau. Ja, was man jetzt schön sieht, dadurch, dass der, der Hund von Stu in dem durch Out of Bound in dem Bildschirm ist, wird auch der Klon, gegen den er kämpfen muss, in dem Bildschirm gefangen und kann halt direkt angegriffen werden, kann dort nicht flüchten. So, jetzt sehen wir nochmal meinen Lieblingsgegner hier. Kannst du dich rächen. Jetzt kommt das Payback, ja. Ein bisschen mehr HP, ich glaube 25.000 oder so, oder 20.000. Ist ja nur ein bisschen mehr. So, jetzt sehen wir auch schon den. Wir haben gleich keinen, weißt du? Achso, stimmt. Genau. Das wird jetzt relativ abrupt, weil der hat 30.000, der Kollege.
Und Time. Es soll nicht sein, mein Lieber. Es soll nicht sein. Wir haben gleich Time hier. Und Time. Es soll nicht sein. Komm her. Mein Schatz. Komm her, mein Schatz. Tja. Ja. Überraschung. Na komm. Nein. Ja, es ist tatsächlich so, wir haben eine schöne Legende an Races. Ich glaube, ich habe nur einmal gewonnen gegen Stu. Auf allen Events, auf denen wir waren. Und das waren schon viele. Naja. Aber das war meine Chance. Gesehen, es gibt einfach viel zu viel, was hier schief geht. Auch wenn das mittlerweile so kurz gecuttet wurde, dieser Run. Ne? Ja. Über das letzte Jahr. Ja, der Hund wurde mir schon gekillt, ne? Aber zweimal ist schon wild. Naja, gut. Man könnte meinen Wald dafür verantwortlich machen. Aber gut. Ja, das war Evermore. Das werden wir, befürchte ich, nächstes Jahr vielleicht wiedersehen. Und jetzt wünschen wir, würde ich sagen, ganz, ganz, ganz viel Spaß auf mein persönliches Highlight, der Laser gegen Richtig. Uranin. Und ich hoffe, ihr habt schön für die Tanzmatte donated, denn das wäre das absolute Highlight. Auf jeden Fall. Und deswegen viel Spaß mit den beiden und danke fürs Zuschauen. Und bis nachher, wir sehen uns nämlich nochmal. Ja, ich bedanke mich auch bei euch ganz herzlich. Würde euch noch zum kleinen Interview beten. Und ja, wir sehen uns dann gleich wieder. War auf jeden Fall ein sehr, sehr knappes Duell von euch beiden hier. Dass Sockers du das noch aufgeholt hat, war impressive. Ja, da sind wir jetzt wieder mit dem kleinen Interview. Und den Klicks und Zockerst du, ja. Hi. Jo, war spannend, ne? Und enttäuschend. War sehr, sehr spannend. Also, das war ja ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen. Zuerst wurde ziemlich weit aufgeholt von Klicks, aber Zockerst du hat das ja nochmal mega gerettet am Ende. Das muss oder dazu ich hab's sagen, weggeworfen, das kann beides glaube, sein. Ich glaube, ja, das war die Nervosität beim Klicks. Das ist, ja, ja. Ich eigentlich gar nicht, aber ich... Es sind Sachen passiert, die sind noch nie passiert. Naja, es gehört dazu. Ja. Einmal an euch, wie seid ihr überhaupt auf dieses Spiel gekommen? Du bitte. Ich durch dich im Endeffekt. Also es ist eins meiner Hauptlieblings-Kindheitsspiele. Also ich denke mal, das ist so die Universalantwort, die sich jeder ja, einfach so ausdenkt. Ja. Aber nee, das ist leider wirklich so. Und irgendwann lernt man gerade dieses Spiel sehr, sehr hassen. Ich meine, das ist im Speedrunning jetzt nicht unüblich. Aber gerade da ist es, man hat gesehen, warum vielleicht, ne? Und ich, also wenn es nach mir geht, submitten wir das auch nie wieder zu irgendeinem Event ever, unser wieder. Ganzes Leben. Doch. Wir haben hier so eine Feder am Laufen. Ich habe einmal gewonnen gegen Stu auf dem Race. Und das darf nicht das letzte Mal gewesen sein. Ja. Also einmal muss noch, dann können wir gerne aufhören, aber vorher kann es kein Ende geben. Immer heiter weiter. Ja, was ist euer Highlight des ganzen Speedruns? Von dem Run speziell? Oder generell Speedrunning? Ja, von euren Evermore Run. Boah. Das darfst du ja gerne du beantworten. Wieder. Nein, nein. Ich muss nämlich weit in meiner Trickkiste greifen, meine Highlight zu finden. Ja, es ist aber schwierig. Ich glaube, es ist dieser Out of Bounds, der vor 1,5 Jahren gefunden wurde und so einen frischen Wind in die Community gebracht hat. Dass auch der Solarcell, ein Amerikaner, wieder zurückgekommen ist. Und es ist einfach irgendwie schön zu sehen, dass das wieder belebt werden konnte. Ja. Wenn auch immer das mit einem neuen Grind verbunden ist und das wehtut. Aber das ist ja ganz schön, weil das macht es immer wieder frisch. Und du hast immer wieder was zu tun mit deinem Lieblingsspiel. Wenn es das dann noch ist, dann... Schwierig. Ja. Ja, wie schwer ist das überhaupt, das alles? Wie würdet ihr das einschätzen? Es ist schon, der Run ist schon relativ schwer tatsächlich. Also ist sehr, sehr technisch, ne? Man hat halt viele Möglichkeiten hier mit Buffern und sowas, aber insgesamt, man hat ja gesehen, wenn irgendwas schief geht, dann geht es richtig schief. Und es gibt viele Stellen, wo es richtig schief gehen kann dann. Es kommt halt darauf an, wenn man es lernt, ist es vielleicht, das ist das größte Problem dieser Character-Swap, dass man immer wieder den Charakter wechselt, um möglichst schnell Distanz aufzubauen. Aber ich glaube im Endeffekt, je weiter man es grindet, desto schwieriger wird es eben. Und gerade durch den Out of Bounds ist es viel schwerer geworden gefühlt. Ja, ist es. Also ich meine, man viel ist unbesiegbar, man kann nicht sterben, ne? Ja. Aber trotzdem ist die Schwierigkeit da wirklich da. Aber man hat gesehen, es kann trotzdem so viel passieren und deswegen bin ich froh, dass wir das irgendwie gewidmet bekommen haben und dass es jetzt vorbei ist. Ja.
Ja. Ja, eine Frage, die ich hier jeden noch stelle. Was sind eure Vorhaben für die Zukunft, also in Sachen Speedrun? Der liebe Zockerzug kommt jetzt erstmal wieder zu Evermore. Hat nämlich eine lange Pause gemacht. Und dann wird der Weltrekord erstmal wieder nach Deutschland geholt. Und wer es macht, im Ende, ist das wäre natürlich Amerika. Geil. Das geht so nicht. Würde ich auch sagen. Danach mal gucken. Danach tut eine Pause von dem Game auch mal gar nicht schlecht. Aber nee, irgendwas wirklich, anderes spielen. Also es ist wirklich der Inbegriff einer Hassliebe. Es macht wirklich ja. Spaß. Wenn man ja. auch sagt, eins rauskommt, macht es Spaß. Mhm. Muss man sagen. Mhm. Aber das ist selten. Deswegen wollen wir es nicht schön reden. Ja, so ist es. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch herzlich, dass ihr da wart. War ein wunderschöner Speedrun. Und würde mich dann von euch verabschieden. Und donate bitte für die Tanzmatte. Danke. Auf jeden Fall. Ja, Dank. Für die Tanzmatte. Dazu komme ich jetzt nämlich noch. Sehr gut. Gleich. Ihr könnt schon mal die Mikrofone weglegen, wenn ihr wollt. Wir haben nämlich zwei Spenden bekommen. Und zwar haben wir einmal von den DK Kirmes eine Spende von 15 Euro bekommen. Der Weiße Ring muss natürlich unterstützt werden. Eine Hilfsorganisation.